Es waren einmal vier Freunde, die sich mit ihren Motorrädern aufmachten, die Welt zu erobern. Sie wollten zu den schönsten Orten, den teuersten Städten, dem besten Essen, auf die höchsten Berge und vor allem viel Spaß haben. Wollt ihr sie dabei begleiten? Samstag früh, 6.30 Uhr, Anfang Juni. Und wofür ist es jetzt Zeit? Richtig. Eine neue Motorradtour. Jetzt geht's wieder los. Bin wie immer kurz vorher noch mal schnell eine Runde mit meinem Hund. Ja, wir haben viel vor. Ich habe erstmal das Motorrad gepackt, dann gehen wir frühstücken. Mein Bu, wie jedes Mal, hat er nur schon fast Traktion. Dann fahren wir zu dritt runter nach Oberweißberg. Und dann Monaco, Route de Grand Alpe und dann wieder zurück. Also haben wir Zeit dafür und ich nehme euch dabei mit. Gepackt und los geht's. Ich bin soweit. Zum Frühstück ging es dann los auf die Autobahn nach Regensburg. So, jetzt sind wir in Rehau, erste Pause. Fahren wir erst auf der Autobahn tanken. Diesel, Benzin 2,30 Euro pro Liter. Hier haben wir für 1,70 Euro getankt. Mussten wir eben halt jetzt mal in Rehau sein. Wir waren ja auch noch nie in Rehau. Jetzt geht's ab in die Berge, wir sind in Traunstein, letzte Pause, bevor es dann zur Christine geht und ich denke mal, in einer Stunde sind wir dann da. Die letzten Kilometer fuhren wir in einem wunderschönen Tal entlang der Tiroler Aare Richtung Kössen. Auf der linken Seite seht ihr einen Bären. Dieser ist nicht wie von mir angenommen der Braunbär Bruno, der 2006 in den Alpen sein Unwesen trieb, sondern es ist ein seit fast 60 Jahren stehendes Denkmal an die sogenannte Bärengasse, die an dieser Strecke bereits 1584 urkundlich erwähnt wurde. Nun aber schnell, im Hintergrund breitet sich ein Wetter zusammen. Werden wir noch unser Ziel trocken erreichen.
besonders eilig hatte es auch dieser Radfahrer. Es hat nicht viel gefehlt und hier wäre Schlimmeres passiert und unsere Tour wäre zu Ende gewesen. So, nachdem Andi nun angekommen ist, waren wir wieder komplett. Unsere Tour konnte beginnen.